Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Arminia Bielefeld Karrieremodus. Wir sind am Start mit der nächsten Episode und zwar der 31. dieses Projektes des Zweitligisten, der mittlerweile in der ersten Liga aktiv ist. Und heute geht es unter anderem in zwei sehr, sehr wichtige Spiele. Denn momentan sind wir sehr weit oben in der Tabelle und da wollen wir natürlich auch bleiben, ob das Ganze funktioniert. Hängt davon ab, ob wir weiterhin Punkte sammeln. Bisher sah das sehr gut aus. Auch gegen Top-Teams haben wir uns sehr gut geschlagen. Teilweise ein bisschen unsicher ausgesehen, aber meistens doch noch gute Ergebnisse an Land gebracht. Genauso wie wir weiterhin eine der stärksten Defensiven der ganzen Welt haben, beziehungsweise vor allem auch unserer Liga haben. Allerdings ist das Problem halt, dass wir das weiter fortsetzen müssen, wenn wir unseren Tabellenplatz halten sollen. Und das soll genau in dieser Episode heute passieren. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Links in der Videobeschreibung zu Instagram, zu Twitter, zu Facebook, zu RandyRun, da könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Wir trainieren unsere Mannschaft natürlich mal wieder, unter anderem Tignett, weil der ja zuletzt verletzt war, wenn ich mich recht erinnere, und jetzt wieder fit ist. Und das Ganze machen wir mit BBB und was haben wir noch? Nee, BB, DD und C ist also in Ordnung. Nicht das Idealste, aber ich denke mal, kann man auf jeden Fall mit leben. Wir haben weitere Abschlussberichte und zwar unter anderem zu Mulder. Der sieht gar nicht mal so schlecht aus für einen Keeper. Den können wir auf jeden Fall holen. Haben wir jetzt gelöscht. Komisch. War nicht der Plan, aber habe ich irgendwie gemacht, weiß ich. Ach ja, genau, habe ich schon gesagt, gegen Gladbach und Hertha, glaube ich, spielen. Ich glaube nicht. Wenn nicht, dann sage ich es jetzt. Habt ihr gerade ja auch schon gesehen. Borussia Mönchengladbach, der erste Gegner, und natürlich die Hertha BSC, der zweite Gegner. Der Kader sieht momentan sehr gut aus. Sind wieder ein paar Spieler dazugekommen, die verletzt waren, beispielsweise halt Jedwai, beziehungsweise alle möglichen anderen sind jetzt endgültig wieder vollkommen auf dem Damm und vollkommen fit. Ich glaube, wir haben mittlerweile nur noch, Felix Pazlak als Verletzten. Also sieht sehr stark aus und ich bin gespannt, wie es jetzt laufen wird gegen BMG. Champions League Teilnehmer, sehr starkes Team. Guter Einzelspieler, schwer für unsere Defensive, aber wir werden das schaffen. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns dann natürlich mit hoffentlich 3 Punkten gleich wieder. Die Schüko Arena prall gefüllt, Borussia Mönchengladbach war zu Gast beim DSC Arminia Bielefeld und natürlich war das eine ganz, ganz interessante Partie für beide Mannschaften, denn die Arminia momentan so weit oben in der Tabelle, wie sie es niemals erträumt hätten, aber MGT und seine Mannschaft bisher mit klasse Leistung und bei Gladbach, da läuft es noch nicht ganz so wie gewollt, allerdings trotzdem relativ gut. Spielerisch ist die Borussia eins der besten Teams der Liga, erfolgstechnisch geht da noch ein bisschen was. Bei Bielefeld, Hesel im Tor davor, Marceau, Jedwai, Erik Hongar und Angelino auf der 6, Andreas Christensen, Alessandro Schöpf auf rechts, Linksbart Finde davor, Ryan Gold auf der 10 und die beiden Sturmspitzen natürlich Melvin Lorenz mit der 22, mit der 25, Kelechi Iheanacho. Bei Gladbach im Tor, Jan Sommer davor, Korb, LW, Dijanschke und Oskar Wendt, ehemals war ja auch Christensen Teil dieser Mannschaft, mittlerweile spielt er bei Arminia. Davor dann Stindl, Dahoud, Traoré und Nico Schulz in der Sturmspitze, Josip Drimmitsch vor der eigentlichen Kreativzentrale und zwar ist das der Brasilianer Raphael, immer noch einer der stärksten Spieler, allerdings der stärkste Spieler bei der Arminia momentan ist wohl Melvin Lorenzen und das ist kein Halbstürmer, sondern ein richtiger Stürmer. Der Deutsch-Engländer momentan sehr, sehr erfolgreich und heute wollte er seine gute Serie weiter fortsetzen. Wir springen rein in die Partie und es ging gleich richtig gut los für die Arminia. Das ist Alessandro Schöpf auf der Außenbahn, der ehemalige Nürnberger, auf Stefan Marceau, den Italiener. Der kann sich nicht durchsetzen gegen Oskar Wendt, aber es gibt schon mal den Einwurf und sie spielten direkt sehr, sehr gut nach vorne. Schöpf, der Österreicher, wieder mit dem Ball raus auf Stefan Marceau und der geht in den 16er hinein und wird dann da gefoult und es gibt den Elfmeter. 3 Minuten in der Partie und direkt die Riesenchance für Arminia Bielefeld. Fällt Janschke, der Kapitän der Gladbacher, ist der Übeltäter, fault da mal so, ganz, ganz ungeschickt im 16er, trifft nicht den Ball, trifft nur den Italiener und der fällt natürlich geschickt und holt den Elfmeter raus. Chance für Kelechi Iheanacho, den nigerianischen Nationalspieler, und die nutzt er auch. 1:0, 4. Spielminute, Führungstreffer für die Arminia, ganz, ganz früh in dieser Partie. Besser kann es gar nicht laufen, das Publikum natürlich wieder vollends aus dem Häuschen und das vollkommen zurecht, denn die Männer in Blau gekleidet hatten den perfekten Start erwischt, um gegen Gladbach richtig gut auszusehen. Sommer springt gar nicht erst, hätte den Ball wohl sowieso nicht bekommen und somit führt die Arminia und sie machte direkt weiter. Das ist Bart Finne, 16 Minuten durch, der Norweger auf der Außenbahn, die Flanke in die Mitte, Janatsche kommt nicht ran, aber Gold nochmal auf Melvin Lorenzen, schwacher Fuß und Sommer hat Probleme, diesen Ball zu kontrollieren, aber im Endeffekt dann doch geklärt. Gladbach brauchte knapp 25 Minuten, bis sie erstmals nach vorne kam, dann mit Traoré, der Ball in die Mitte, Raphael, den muss er normalerweise machen, tut er aber nicht, Hesel ist da und kann diesen Ball halten und Bielefeld konnte sich so aufs Kontern spezialisieren bzw. fokussieren, denn, Gladbacher versucht nach vorne zu spielen. Iheanacho hat das stark gemacht, verliert im 16, aber dann den Ball, weil er ein bisschen zu lange gewartet hat. Es sollte noch nicht so ganz sein mit der 2-Tore-Führung. Im zweiten Durchgang gab es aber die nächste Chance. Wieder der Ball in die Spitze auf Kelechi Iheanacho. Der ist im 16er, versucht es alleine. Jan Sommer ist da. Abgewehrt Alessandro Schöpf nochmal, wird gefoult, wird nicht gepfiffen. Lorenzen im 16er und auch diese Aktion abgewehrt. Es sah ganz stark danach aus, als ob die Arminia hier das 2:0 erzielen wollte. Sie waren im 2:0 näher als Gladbach dem 1:1. Ging weiter über Iheanacho, der einfach an der Grätsche von der Wedi vorbeiläuft. Zieht in die Mitte, die
Flanke auf den Elfmeterpunkt, aber ja, Lorenzen kommt da angerauscht, allerdings das Ganze abgewehrt von der Gladbacher Hintermannschaft. Die Gladbacher selber versuchten in der Offensive ab und zu nochmal was, es gelang ihnen nicht viel, dann mal eine Riesenchance, Raphael im 16er, knapp 12 Meter vor dem Tor, aber der Brasilianer war im Abseits, es gelang ihm besonders nicht viel und das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, ja, für die Arminia, denn wenn sie ihn aus dem Spiel nehmen, ist die kreative Schaltzentrale weg. Nochmal eine Flanke von eingewechselt nach vorne, Lorenzen kommt nicht ganz rangeflogen, allerdings war es sowieso abseits des Schweden. Und dann springen wir in die Nachspielzeit dieser Partie. Nochmal eine Flanke der Arminia. Sie kam gar nicht mehr hinten raus, die Gladbacher. Die Bielefelder spielten das jetzt klasse runter. Alessandro Schöpf und das ist Melvin Lorenzen. Der legt nochmal ab. Tim Diersen kommt nicht ran. Das Ganze rausgeschlagen, aber dann war es auch vorbei. Eine sehr, sehr unspektakuläre Partie in der Schülko-Arena. Die Arminia mit einer sehr couragierten und guten Leistung gegen Borussia Mönchengladbach. Und sie wachen weiter, wo sie aufgehört haben. Sie ja, rocken die Liga, sie nehmen die Liga auseinander und sie überraschen die Liga jedes Mal wieder aufs Neue. 1:0, wieder kein Gegentor. Die Fans nicht enttäuscht, sondern glücklich gemacht. Und Kelechi Iheanacho, ja, mit seinem zweiten Saisontreffer, beziehungsweise dem zweiten Tor in den letzten paar Spielen, zeigt, was der drauf hat, der Nigerianer. Momentan ist das eine klasse Sturmkombination zwischen Lorenzen und Iheanacho. Sommer war chancenlos beim Elfmeter, Gladbach war chancenlos gegen die Defensive der Bielefelder. So kann es weitergehen. Sieht richtig gut aus für MGT und seine Mannschaft. Gladbach muss noch an sich arbeiten. Ja, das war eine sehr, sehr gute Partie auf jeden Fall. 1-0 Sieg, keine großen Chancen zugelassen. Ich meine, gut, die Chance von Raphael direkt nach dem 1-0 zum 1-1 potenziell war natürlich alles andere als ungefährlich, aber trotzdem haben wir es im Endeffekt geschafft und von daher können wir uns nicht darüber beschweren. Haben 3 Punkte mitgenommen und genau das waren ja, was wir machen wollten, beziehungsweise was mitgenommen. Im Endeffekt haben wir sie ja zu Hause behalten. Wir scouten wie eigentlich immer mal ein paar Spieler, das ist ja ganz klar. Allerdings, gibt es dann nicht momentan wirklich Interessantes, denn unser Kader funktioniert sowas von gut, dass wir keinen wirklichen Bedarf haben. Dazu haben wir noch Jugendspieler theoretisch. Na, sehen, was da so bei rumkommt. Also, es läuft einfach richtig gut. Im Training nicht ganz so, denn wir haben 2x F bei Schöpf und bei Jedwai. Allerdings auch 2 Upgrades bei Iheanacho auf 74 und Angelino auf 72, die ehemaligen Citizens. Und auch Diersen hat ein B, also relativ erfolgreich, was das angeht. Ist ganz nice, aber jetzt ist der Fokus erstmal auf der nächsten Partie und es ist nicht die Hertha, es ist Hoffenheim. Tut mir leid, habe ich irgendwie durcheinander gebracht, weiß gar nicht wie. Gegen Hertha war ja die Ryan Gold Show, hatte ich irgendwie nicht auf dem Schirm. Tut mir leid, aber ist ja auch nicht so wild. Denn es ist im Endeffekt trotzdem ein Verein mit H und trotzdem ein blauer Verein und trotzdem einer, gegen den wir im Idealfall gewinnen wollen und gewinnen müssen. In der Realität Hoffenheim vielleicht kein schlechtes Team vom Potenzial, aber momentan sieht es nicht so gut aus bei den Männern in Blau und Weiß. Und dementsprechend bin ich gespannt, was jetzt so bei uns gehen wird. Wenn es euch gefällt, ne, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich wie jedes Mal freuen. Ich denke mal, der erste Teil dieser Episode war schon recht spannend und dann können wir auf jeden Fall das auch nochmal in diesem Video zeigen. Gut, ich würde sagen, wir springen jetzt rein in die Partie gegen die Kraichgauer, gegen die Sinsheimer, gegen die TSG 1899, geführt von Hopp, geleitet von Markus Gisdol, nein, von Julian Nagelsmann. Viel Spaß und bis gleich. Das Duell der jungen Trainer MGT gegen Julian Nagelsmann, die TSG 1899 Hoffenheim, empfing DSC Arminia Bielefeld zu Hause vor heimischem Publikum. Das Stadion nicht ganz ausverkauft, aber das auch vollkommen verständlich bei der Ansetzung dieser Partie. Freitagabend ist nicht das Schönste für die Bielefelder, nach Hoffenheim zu fahren, allerdings auch nicht für die Hoffenheimer, um das eigene Stadion zu füllen, denn es ist immer noch so, dass in Hoffenheim sehr viele Leute das Stadion allgemein nicht besuchen und dann schon gar nicht an einem Freitagabend, wenn es kalt ist und ein bisschen ungemütlich. Marco Maric im Tor davor, Kaderaj Beck zusammen mit Scher und natürlich Strobel. Links haben wir dann Marchenko, davor Schwegler, Polanski, Vargas, Blabasabic und zusammen mit Berdiok haben wir noch Kevin Volland. Bei Arminia Bielefeld, Esel im Kasten, davor Jedwai, Christensen, Ogan und Angelino auf der 8 bzw. 6, Tim Diersen. Dann Alessandro Schöpf mit Ryan Gold, Bart Finne und Melvin Lorenzen, Ikelechi Iheanacho, der Torschütze vom Spiel gegen Gladbach, war natürlich auch wieder dabei. Die Auswärtsbilanz momentan überragend bei der Arminia. 5 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage, 16 Punkte aus 7 Spielen. Nur der VfB Stuttgart kommt dann mit 14 Punkten einigermaßen dran. Es liegt natürlich auch an Wolfgang Hesel, dem Keeper, der Arminia in der letzten Saison die wenigsten Gegentore der Zweitliga-Geschichte bekommen hat und noch diese Saison bisher sehr, sehr stark gehalten hat. Mal sehen, wie es heute gegen Hoffenheim laufen sollte. Wir springen rein in die erste Szene der Partie und die gab es auf Seiten der Hoffenheimer. Das ja, ist direkt allerdings mal der Konter über Tim Jedwai, der Kroate mit der Balleroberung und dem klugen Pass nach außen auf Kelechi Iheanacho und der hat überhaupt keinen Gegenspieler, ist allein auf weiter Flur, bleibt eisekalt vorm Tor und macht das 1:0. 6. Spielminute, die frühe Führung für die Arminia und das war für die mitgereisten Fans natürlich Balsam auf die Seele. Besser kann es gar nicht laufen. Hoffenheim eisekalt ausgekontert. Jedwai ist mittlerweile mit nach vorne gelaufen, jubelt mit seinem
nigerianischen Teamkollegen, hat den Ball klasse erobert und dann der Pass im genau richtigen Moment, kein Abseits in der Situation und die ganze Defensive der Hoffenheimer schläft noch. Baumann kann auch absolut nichts machen und es steht dann im Endeffekt 1-0 für die Arminia. Steht Maric im Tor und nicht Baumann. Pardon. Andererseits ging es dann direkt weiter mit der Arminia. Die nächste Flanke nach 12 Minuten nicht ganz so gefährlich, denn Maric ist immer da, aber trotzdem waren die Bielefelder das aktive Team und versuchten gut nach vorne zu spielen. Bart Finne kriegt diesen Ball gegen Kadaja Beck in die Mitte gespielt. Ryan Gold kommt nicht ganz ran, der schotte nicht gerade kopfballstark, aber trotzdem war es auffällig, wie stark die Arminia nach vorne spielte und wie stark sie hinten standen, denn bis zur 20. Minute gab es gar nichts von den Hoffenheimern und das hier war schon fast die gefährlichste Aktion. Die wurde dann aber auch richtig gefährlich, weil ja Bielefeld sie selber scharf macht. Normalerweise muss man den rausschlagen, aber Tenjepwe schlägt ihn in die Mitte und den darf Hesel nicht in die Hand nehmen. Dementsprechend war es ein bisschen gefährlicher als gedacht. Iheanacho mit der Flanke, Lorenzen kommt nicht ganz ran, Szene noch nicht ganz geklärt und im Endeffekt dann doch entschärft von der Hoffenheimer Hintermannschaft oder auch nicht. Alessandro Schöpf legt den Ball raus auf Tenjepwe, gerade schon die Vorlage zum 1-0. Diese Flanke wird aber abgeblockt und wird dann zum Eckball geklärt von der TSG 1899 Hoffenheim. Die Ecke kommt rein von Alessandro Schöpf und das steht Gilecci hier. Nacho Baumann ist da, Maric ist da, es ist verwirrend. Der Ex-Keeper der Hoffenheimer momentan ja nicht im Kader bei den Kreichgauern. Trotzdem normalerweise die Nummer 1 heute schon Maric in den Pfosten, deswegen ist das immer ein bisschen verwirrend. Wir springen in den Durchgang 2. Alessandro Schöpf, der Österreicher, mit dem Doppelpass, mit dem Diesen, klasse gespielt von den beiden Youngsters. Die Flanke auf Lorenzen, wir sind gerade mal 3 Minuten drin und direkt die nächste Führung, beziehungsweise der Führungsausball für Arminia Bielefeld. 2-0, ganz, ganz stark gemacht von Alessandro Schöpf und natürlich von Tim Diersen. Die direkte Flanke und Lorenzen braucht ihn nur streicheln mit dem Kopf und dann ist Maric chancenlos. Es stand 2-0 und natürlich wollte man jetzt weitermachen. Schöpf mit der Volley-Flanke. Da steht Iheanacho, kommt nicht ran und Angelino versucht das Volley über die Stadiondächer hinaus, aber trotzdem schöner Versuch des Spanisch-Argentiniers. Es ging weiter mit Ryan Gold mit dem Ball auf Kelechi. Iheanacho von Hoffenheim kann gar nichts mehr. Die ließen sich jetzt überrennen von der Arminia. Iheanacho mit der Flanke und dann ist das Lorenzen, der verlängert. Da ist Alessandro Schöpf, 3-0. Da bleibt Maric nur noch stehen, der Ball abgefälscht und endgültig entscheiden. Ja, in diesem Spiel gegen die Hoffenheimer, das sah so stark aus, wie die Arminia da spielte. Klasse Ball nach außen, Iheanacho direkt mit der Volleyflanke in die Mitte. Lorenzen verlängert klug und dann Alessandro Schöpf, der den Ball ja quasi im Endeffekt Ryan Gold noch ein bisschen wegnimmt, aber dann eisekalt abschließt. Er stand 3-0 und Hoffenheim versuchte tatsächlich dann doch nochmal zu antworten. 15 Minuten vor Ende, Ball in die Spitze, Vargas, er kriegt ihn nochmal quasi abgelegt, indirekt auf Rudi und der wird an der Strafraumkante ja nicht selber wirklich bedrängt. Schuss wird dann abgefälscht, es gibt den Eckball, es sah nicht so wirklich gefährlich aus und dann gab es einen Freistoß durch Eduardo Vargas in die Mauer, aber ganz blöd abgefälscht und da ist dann Pirmin Schwegler und plötzlich steht es nur noch 1-3. Es war nicht Schwegler, es war der eingewechselte Eugen Polanski, der Pole, allerdings trotzdem ja zumindest der Ehrentreffer bzw. Ergebniskosmetik für die Kraichgauer. Das war ein sehr, sehr schöner Schuss vom Polen, sehr kraftvoll, Hesel ohne Chance und plötzlich wachte Hoffenheim jetzt wieder auf. Wir sehen es in der Wiederholung, der eingewechselte Klos hatte diesen Ball perfekt abgefälscht zu Karla Jabeck und der legt aber auf Schwegler, nein, Polanski, der nicht lange zögert und den Ball reinhaut und wie gesagt, Hoffenheim war jetzt plötzlich wach. Roland, Neuzugang, Uruguayer von Girondins Bordeaux, verlängert von Jedwai und plötzlich nur noch 2-3. Es war zwar schon über die Verlängerung hinaus, aber trotzdem ganz, ganz bitter für die Arminia. Hier ganz, ganz dämlich vor allem verlängert dieser Ball und dann die Volleyabnahme von Marc Uth, nein, von Adam Scholloy. Es stand 2-3 und die Hoffenheimer feierten allerdings nur, weil ihre Mannschaft couragiert zurückgekommen war, denn im Endeffekt war es egal. Arminia Bielefeld gewinnt mit 2-3 auswärts. In Hoffenheim die Fans ein bisschen niedergeschlagen, nach den zwei späten Gegentoren, aber im Endeffekt trotzdem nicht weniger euphorisiert, denn natürlich trotzdem weitere 3 Punkte eingefahren. Es war eine sehr schwierige Partie für MGT und seine Mannschaft aufgrund der vielen unbekannten Spieler. Allerdings haben sie sich gegen diese unbekannten Größen gut geschlagen und natürlich mit klasse Spielkunst 3 Tore erzielt. Und das reicht dann auch zu einem Sieg, auch wenn man 2 späte Gegentore bekommt. Die Arminia siegt weiter, diesmal mit 3-2 in Sinsheim. Es tut mir leid, ich weiß, was mit den Namen los war. Vor allem das Probierende ist, ich habe in der anderen Karrieremodi genau die gleichen Spiele. Ich habe gegen Hoffenheim in der Euroleague mit Newcastle das Spiel, ich habe in der Liga mit Hannover gegen Hoffenheim das Spiel und da haben sie alle Baumann und Uth vorne drin und das ist wirklich verwirrend. Es tut mir leid, aber ich denke mal, so schlimm war es nicht. Auch so gibt es mal ab und zu verplante Kommentatoren, zwar nicht unbedingt bei Sky oder so, aber irgendwie ist das, denke ich mal, noch gerade so in Ordnung. Es hat euch hoffentlich gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ihr seht gerade, es kommen mal wieder ein paar Spieler und dann Anthony Martial ist eigentlich ein relativ realistischer Neuzugang oder etwa nicht. Aber das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Nein, Quatsch, braucht da nicht zu machen. Ich weiß selber, dass das unrealistisch ist, aber das ist auch gar nicht unser Anspruch. Unser Anspruch ist, die Jugendmannschaft ein bisschen auszubauen. Wir haben da gerade einen Verpflichteten, der ein bisschen besser aussah. Natürlich nicht die Superpotenziale von 94, aber zumindest 87 ist für unseren Verein momentan ja auch schon gar nicht schlecht. Angelinos Training wird umgestellt, das Training wird simuliert und die Ergebnisse sehen in Ordnung aus mit A, A, C, C und einmal F bei Iheanacho, der trotzdem in den Werten steigt. Das war's von dieser Episode. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch
euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.